Guten Tag, liebe Zuschauer, und ganz herzlich willkommen zu unserem Format Visite. An dieser Stelle erst nochmal wieder herzlichen Dank für all Ihre Zuschriften an visite@qs24.tv. Das gibt mir natürlich ein Sammelsurium an Themen und immer wieder macht es mir Freude, eine Sendung vorzubereiten und mich diesem Thema noch mehr intensiv zu widmen und so auch dem heutigen. Ein zahnärztliches Thema ist nun bestimmt nicht immer im Fokus des Allgemeinmediziners und dennoch überschneiden sich natürlich Fachgebiete und ich glaube, jeder an seiner Stelle hat seine unglaubliche Berechtigung, aber im Miteinander nur kann man richtig Probleme lösen und klären. Und deshalb ist jetzt die Visitesendung gewidmet einer Patientin, die uns aufsuchte aufgrund ihrer doch zunehmenden Parodontitis. Parodontitis ist der Rückgang von Zahnfleisch. Die Zähne liegen schon ziemlich frei. Und es hat in der Vergangenheit diverse auch Behandlungen gegeben. Die Patientin ist übergewichtig, Ende 50 und kommt unter der Fragestellung, welchen Rat aus ganzheitlicher Sicht haben Sie? Und ich möchte erstmal zurückgehen auf die Tatsache, dass wir natürlich auch bei der Parodontitis und früher hieß es Parodontose, das ist aber absolut das Gleiche, immer dann, wenn es um eine Substanz geht, um Gewebe geht, das rückläufig ist oder degeneriert, sprechen wir in der Medizin von Latein her Ose. Aber letztendlich geht dem Ganzen immer wieder erstmal eine Entzündung voran. Und deshalb hat sich eigentlich der Ausdruck der Stomatitis für die, oder Gingivitis besser gesagt, für die Zahnfleischentzündung und Parodontitis dann auch das Freilegen der Zähne durch den Rückgang der Zahnhaltes, des Zahnhalteapparates eingebürgert. Ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen auf die sogenannten Kochschen Postulate. Die hat nämlich Robert Koch als wissenschaftliches Fundament zur Basis gemacht. Und er hat damals beobachtet, dass wann immer Mikroorganismen, Bakterien oder Parasiten zu einer Infektion führen und mit Hilfe einer antibakteriellen Therapie diese Erkrankung und damit auch die Belastung mit den Bakterien rückläufig ist, ist sie eine infektiöse Erkrankung. Und 1882 bereits hat ein amerikanischer Zahnarzt Miller eine sogenannte chemoparasitäre Therapie entdeckt und eigentlich damit durch so eine chemomechanische Therapie zum ersten Mal die Zahnpasta auch ins Leben gerufen, wo wir eigentlich gegen diese Bakterien im Rahmen unseres Mundmilieus also immer wieder sehr intensiv unsere Zähne gesund halten könnten. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir alle aufgefordert sind, schon als Kinder uns jeden Tag regelmäßig die Zähne zu putzen, dass wir Mundspülungen nehmen, desinfizierende Mundsprays, dass wir antiseptisches Mundlösungen zu uns nehmen, auch kolloidales Silber oder auch antibiotisch angereicherte Zahnpasta. Die Parodontitis ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Karies. Und es ist unglaublich, dass es heute schon kaum noch möglich ist, einem Kind in den Mund zu gucken, das gesunde Zähne hat. Und ich erinnere mich, ich war junge Ärztin und habe ein Baby behandelt, das hatte eine Neurodermitis. Das heißt, dieses Baby hat sich nur noch durch den starken Juckreiz in einem Unbehagen in seinem eigenen Körper gefühlt. Und ich habe immer die Mutter gebeten, aber auch die Großmutter gebeten, dass sie in die Sprechstunde kommen, weil solange der kleine Junge jetzt größer wird und natürlich durch Mutter und Großmutter betreut wurde intensiv, haben beide einem auch Ernährungsplan zu folgen. Und als der Junge
so ungefähr 9 oder 10 Jahre alt war, hatte der Zähne wie Schnee, weil eins hat er in den Jahren nicht bekommen und das war Zucker. Und wir sagen heute, dass die Kinder bis zu 60% natürlich alle schon an Zahnfäule leiden und auch die Karies selbst sind ein Ausdruck von zu viel Zucker. Und entscheidend ist eigentlich nicht das Mikromilieu im Sinne der Bakterien, sondern das, was in unserem Mund entsteht durch unsere Fehlernährung. Und der, sag ich mal, der Speichel hat einen sehr hohen und basischen pH-Wert. Sie wissen alle, was ein pH-Wert ist. Das ist die Konzentration der Wasserstoffionen und es zeigt mir das Milieu dieses Organs oder dieses Teil meines Organismus an. Das heißt, wenn der Mundspeichel, und der wird gebildet natürlich durch die Ohrspeicheldrüsen, durch die Zungendrüsen, durch die Gaumendrüsen. Dieser Speichel ist unglaublich zähflüssig, besteht aber zu 99% aus Wasser, aber hat auch Lysozyme drin, die antibakteriell wirken und auch Enzyme, die den Speichel also zähflüssiger machen. Und dieser Speichel, der muss in einer unglaublich guten Konstellation sein. Konstellation heißt, der darf seinen pH-Wert nicht unter 6 verlassen und er darf ihn auch nicht über 7 hochregulieren. Das ist wichtig, weil dieser Speichel auch verantwortlich ist, indem er natürlich auch Calcium und Phosphat aus den Zähnen herausgelöst werden, wenn dieser pH-Wert sinkt. Und dieses Sinken dieses pH-Wertes ist jetzt nicht unmittelbar den Mikroorganismen geschuldet, sondern dem Milieu. Das heißt, wann immer sich das Milieu auch der im Speichel lebenden Mikroorganismen, da sind Lactobacillen drin, da sind auch Staphylokokken zum geringen Anteil drin, aber wenn sich dieses Mundmilieu verschiebt, und das ist zum Beispiel so, wenn wir sehr viel Zitrone zu uns nehmen, dann ist der pH-Wert der Zitrone nur 2 bis 3, das ist hochsauer, Bier hat 4, Kaffee 4 bis 5, die Milch 5 bis 6, Natron natürlich 13 bis 14 hochbasisch. Aber das Wichtigste ist, dass immer wenn wir Zucker zu uns nehmen, dann ist das natürlich wunderbar für die Mikroorganismen, die in unserer Mundhöhle leben. Und das sind Millionen. Und diese Mikroorganismen, die verstoffwechseln erst den Zucker zu zum Beispiel Essigsäure, zu Ameisensäure, zu Milchsäure. Und das löst und das wirkt gereizt und aggressiv auf unsere Zähne. Und damit entstehen diese braunen Plaques und damit entsteht natürlich auch dieser Schmelz, der sich verändert. Und wir nennen das Karies. Das kann auch die Mundschleimhaut angreifen. Deshalb eigentlich der allergrößte Appell an alle Eltern, an alle Mütter und vor allen Dingen an alle Großmütter und Großväter, reduzieren Sie für die Kinder den Zucker. Man sagt so schön, was man nicht kennt, das vermisst man nicht. Das heißt, wenn Kinder es in dieser Üppigkeit gar nicht erst lernen, dann können sie wesentliche große Grundsteine legen für eine optimale und gute Zahngesundheit auch morgen. Das heißt, diese Biskuits und alles, was süß ist, ob es Nutella ist oder Marmelade oder überhaupt Kohlenhydrate, Süßgetränke, das ist alles, was auch die Zähne natürlich mit nur Putzen überhaupt nicht nur annähernd sie diesen Dingen gerecht werden. Deshalb ist nicht das Bakterium das Problem, sondern es ist das Mundmilieu das Problem. Denn diese Bakterien bilden diese
aggressiven Säuren, die das Zahnschmelz der Kinder dann angreifen. Genauso natürlich wie die Entzündung der Schleimhäute. Und der Zahnarzt kann eigentlich mal so einen Test machen, wenn er ganz leicht das Zahnfleisch palpiert und damit etwas Blut an seinen Fingern sieht, dann ist die Schleimhaut geschwollen. Das heißt, die Schleimhaut ist entzündet. Ich glaube, Sie können das auch manchmal feststellen, wenn Sie die Zähne putzen und dann den Speichel ausspucken. Und der Speichel enthält doch einige Blutfasern. Diese Dinge sind für meine Begriffe wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, wenn Sie mal schauen, dass es von Ludwig dem 14. nie ein Bild sah, wo der Mann mit offenen, wie es gemalt wurde, nie mit offenem Mund, der Mann war zahnlos, weil er von morgens bis abends nur Süßes gegessen hatte. Diese Menschen waren natürlich privilegiert zu der damaligen Zeit. Aber ich denke, dass unsere Riesenreparaturgesellschaft heute, dass wir einen ganz anderen Blick brauchen. Und dieser hohe Anteil ist natürlich in keinster Weise irgendwo durch eine Putztechnik wieder gut zu machen. Zumal die Menschen das über viele Jahrtausende ja auch überhaupt nicht hatten. Aber sie hatten natürlich auch nicht diesen hohen Anteil an täglicher Ernährung. Bei der Parodontitis, das heißt, wenn jetzt der Zahnfleischrückgang entsteht und damit natürlich auch ein tiefer Spalt zwischen Zahn und Knochen entsteht, ist das natürlich auch wiederum ein Problem, was damit zusammenhängt, dass hier sich ein verändertes Mikromilieu bildet und damit auch ein verändertes Milieu infolge eines zu hohen Eiweißlast. Das Mikromilieu kann sich unglaublich verändern, wenn der pH-Wert im Mund über 7 steigt. Das heißt, wenn jetzt diese Knochentasche zwischen Zahn und Knochen, die sowohl für den Zahnarzt als auch für sämtliche bildgebende Maßnahmen gar nicht relevant ist oder sichtbar, enthält ein sogenanntes Sulcusfluid, welches sich verstärkt bildet, wenn der pH-Wert sich im Mund nach oben verschiebt. Das heißt, jetzt sondert dieses Sulcofluid eine Flüssigkeit ab, das dem normalen Keim in der Mundflora, das ist das Pornimomonas gingivalis, damit zu einer drastischen Anstieg verfügt, schaltet er die gesunde Immunabwehr aus. Das heißt, es kommt infolge dieser auch wirklich bakteriellen Entzündung um die Zahnsubstanz jetzt immer mehr zu einer Zahnabbau. Und natürlich auch durch die Entzündung, jede chronische Entzündung schafft eine Zellnarbe und diesbezüglich legt sich der Zahn zunehmend frei. Die Temperatur wird lokal erhöht, das heißt immer dann, wenn lokale Entzündung da ist, steigt die Temperatur und mit dem Anstieg der Temperatur ist natürlich das Milieu und die Hitze und die Anaerobia, wie dieser Keim unter Luftabschluss sich eigentlich nur entwickeln kann, wird wesentlich dadurch akquiriert. Deshalb ist es jetzt wichtig, einfach zu eruieren, wie kann man und welche Maßnahmen muss man eigentlich oder Risikofaktoren ausschalten, um eine solche Veränderung des Mundmilieus gar nicht erst zum Tragen zu bringen. Und da sind Raucher sind da schon ziemlich privilegiert im Rahmen Entwicklung zu Parodontose, weil natürlich der Raucher durch seinen hohen Anteil an Toxizität, aber auch durch seine Veränderung der Mikrozirkulation und das bedeutet, dass es zu einer zunehmenden Durchblutungsstörung auch in diesem Bereich
doch zu einer Anflutung dieser Bakterien führt, die dann letztendlich für eine Parodontitis verantwortlich sind. Also das Rauchen macht im Prinzip nicht so unheimlich viel Sinn. Das andere ist, dass auch eine Parodontitis schon eine Erkrankung sein kann, die sich entwickelt im Rahmen eines bekannten Diabetes. Auch der Diabetes Typ 2, der sogenannte Insulindiabetes, ist prädestiniert, hier durch den Zuckereiweißkomplex eine zunehmende Milieuverschiebung im Mund zu entwickeln und damit natürlich auch den Nährboden für so eine Erkrankung. Jeglicher Diabetes braucht 10 bis 15 Jahre. Jeglicher Diabetes ist immer eine Anpassung des Organismus auf seine veränderte Stoffwechselsituation. Jeder Diabetes wird auch genährt, angezüchtet durch das tägliche Leben. Und ich glaube, wir könnten gerade diese Erkrankung, die heute jeden Dritten über 60 betrifft, der könnten wir sehr gut begegnen, indem wir ihr einfach weglaufen, indem wir den Anteil der Bewegung für die Menschen viel höher ansetzen. Aber das ist, jeder hat seinen eigenen Diabetes und jeder hat seine eigene Insulinresistenz. Und da schiebt sich natürlich gleich ein das Übergewicht. Es sind die chronisch-inflammatorischen Prozesse, die einfach allein von einem verstärkten Bauchfett ausgehen. Wir haben über diese Dinge schon bereits eine Visitesendung mal gemacht. Und das sind Dinge, die also mit großem Risiko einhergehen, auch hier zu einer Parodontitis zu führen. Ein Mensch, der übergewichtig ist, der hat natürlich durch viele veränderte Stoffwechselsituationen, ob auf hormoneller Ebene, aber aufgrund seiner Stoffwechselanpassung im Rahmen einer Fehlernährung über viele, viele Jahre und Bewegungsmangel, manchmal kommen ja verschiedene Dinge dazu, ist berufen, hier bei einer beginnenden auch Parodontitis umzukehren, umzudenken und seinen Körper auf diesem Weg mitzunehmen. Und das vierte als Risikofaktor ist natürlich auch der Stress. Bitte unterschätzen Sie nicht, was Stress mit uns macht. Stress ist ja immer die Anpassung an eine sehr aktive Phase in meinem Leben auf verschiedenen Ebenen. Das kann mental sein, das kann körperlich, das kann physisch, das kann psychisch sein. Und die Möglichkeit, so einem Prozess kurzfristig zu begegnen. Kurzfristig ist das alles kein Problem, aber wenn dieser Stress länger anhält, dann gibt es natürlich eine deutliche Veränderung auch in der Mikrozirkulation. Und Mikrozirkulation, Anspannung, heißt immer am Ende Hypoxie, Sauerstoffverlust für die Zellen. Und das System bildet 24 Stunden Essigsäure, Magensäure, Kohlensäure, Harnsäure und muss ständig eine so große Last an Gegenbalance bereitstellen, dass der Körper mit all diesen Dingen auch ziemlich mittelfristig, vielleicht sage ich lieber mittelfristig, überfordert sein kann. Und deshalb ist es wichtig, dass man eine sowohl Parodontitis, die man gerade feststellt, als auch eine Zahnfleischbluten, wie auch immer, als erstes sich dessen bewusst wird, habe ich eigentlich das auf dem Teller, was meine Gesundheit stärkt, oder gehen diese Dinge mir verloren? Wir leben ja natürlich in einer Zeit, wo wir heute nicht mehr das Vollkorngetreide essen, sondern wir haben ein Auszugmehl hergestellt. Das heißt, zurück auf Dr. Brucker, steckt natürlich im Vollkorngetreide schon die Kraft der Natur. Das lässt sich auch überhaupt nicht anders absprechen. Und wir haben durch die Herstellung von Weizenmehl daraus nur den Auszug, den wir benutzen, der natürlich als hochkohlenhydrathaltige Ernährung natürlich auf verschiedenen Ebenen den Menschen minder versorgt, als auch natürlich ihn im Rahmen seines notwendigen B-Vitaminstoffwechsels überhaupt nicht mehr nur annähernd relevant durch das tägliche Brot ein Gleichgewicht halten kann. Wir essen nicht mehr die Orangen. Die Orangen haben Ballaststoffe, das sind Faserstoffe. Früher hat man gedacht, es sind
Ballast. Es ist Ballast. Das sind Faserstoffe, die man gar nicht benötigt und die werden einfach wieder ausgeschieden. Ganz so einfach ist das nicht. Also diese Ballaststoffe haben einen sehr, sehr hohen und natürlichen und nützlichen Wert. Aber wir pressen die Orangen aus und machen daraus Orangensaft. Das ist genauso wenig gut wie zum Beispiel die Zuckerrübe und wir nehmen von der Zuckerrübe natürlich nur den raffinierten Zucker. Das sind alles Dinge, die uns im Rahmen unseres gerade Mund-, Zahn- und Kau- und Halteapparates wesentlich auch schädigen. Weizenkleie, Leinsamen, alles das, was wir auch im Rahmen eines hohen Ballaststoffanteils, der tägliche Apfel, aber mit Haut und Haaren, auch Kerngehäuse, das sind Mandeln, das sind Nüsse, das, was wir knacken, das ist der Wirsingkohl, das ist das Gemüse, was wir als Möhre roh essen, das sind die Faserstoffe. Ich bin unglaublich begeistert von meinen beiden Wichtelmännern zu Hause, 3 und 5 Jahre, die springen an die Decke, wenn die Möhre bereit liegt und sie wollen den Apfel aufgeschält haben und sie möchten doch jetzt noch ein Stück Fenchel. Und wenn man den Kindern das von klein auf, sie lernen, wie wichtig und wie wunderbar diese Dinge auch schmecken und man ihren Gaumen und ihre Geschmacksknospen nicht gleich in falsche Richtungen lenkt, denn Zucker ist ja auch eine Sucht, bitte unterschätzen Sie das nicht. Wenn Sie Zucker essen, die schnellen Kohlenhydrate, das bringt einen massiven Insulinanstieg hoch, aber binnen kurzer Zeit ist der Zucker am Boden und Sie müssen wieder Zucker zu sich nehmen, weil Sie das natürlich spüren, weil Sie danach eine gewisse Sucht entwickeln. Das ist alles in irgendeiner Form überhaupt nicht notwendig. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle mal von Wölb und Tennert ein sehr schönes Buch, neues Buch empfehlen. Das ist nämlich die Ernährungszahnbürste. Und Sie haben als Zahnärzte das ganze Problem dieser Erkrankung nochmal sehr, sehr, sehr schön einfach und mit ganz tollen, auch praktischen Beispielen erklärt, dass man solchen Erkrankungen natürlich auch vorbeugen kann. Vieles ist ja wirklich hausgemacht. Aber wir Menschen heute, wir haben nicht mehr den Blick da drauf und wir haben in unserem Bewusstsein, die Dinge ernster zu nehmen, erst immer das Kind manchmal gegen die Wand zu fahren, als dass wir aufwachen. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur Makronährstoffe auf sich zu nehmen, wie Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, sondern auch an die Mikronährstoffe zu denken. Und daran meine ich nicht aus der Apotheke oder aus dem Reformhaus. Ich meine einfach das, was auf den Teller kommt, die wertvollen Blaubeeren, die Nüsse. Desto bunter Sie sich einen Gemüseteller machen, roh, desto reicher ist es an pflanzlichen sekundären Farbstoffen, die Polyphenole, das Vitamin E, antientzündlich durch Mandeln und Nüsse oder Vitamin A, auch durch die wirklich gute Butter, auch mal ein Stück Leber oder auch Feldsalat oder Möhren. Das sind Dinge, die sich unglaublich wertvoll auswirken. Das andere sind einer gesunden Mundflora natürlich auch durch eine gesunde Mundhygiene zu begegnen. Und das können Sie tun durch ein Öl ziehen, jeden Morgen 10 Minuten. Nehmen Sie Sesamöl oder Sonnenblumenöl, ist geschmacksneutral, auch gerne das Kokosöl oder Kokosfett. Nicht mehr als 10 Minuten kräftig durch die Zähne und danach die Zähne gut putzen. Man kann auch mal ein bisschen Basenpulver nur ins Wasser machen. Man muss nicht immer eine Zahnpasta nehmen und vor allen Dingen nicht täglich mit so viel Fluoriden, weil die Fluoride sich nachhaltig auf die Zahnschmelzsubstanz äußern, beziehungsweise langfristig auch unsere Epiphyse, das ist die Zirbeldrüse, sich verkalkt und damit das Melatonin in seiner großen Aufgabe für den Körper, antioxidativ zu wirken, das Gehirn zu entgiften, auch in eine Insuffizienz kommt. 300.000 Jahre gibt es den Menschen, aber 3 Billionen Jahre gibt es die Mikroorganismen, die Bakterien. Und die Berechtigung haben weniger wir, sondern all diese guten vielen 100.000 Millionen Helfer. Und wenn wir die Mundflora diesbezüglich gut mit Probiotika und
bitte belesen Sie sich über effektive Mikroorganismen, dann muss ich Ihnen sagen, alles das, was auch zunehmend schlecht verstoffwechselt wird, beziehungsweise eine gesunde Mikroflora wacht über zu viel Säure, wacht über zu viel Zucker und sorgt lediglich dafür, dass sich auch ein pH-Wert immer wieder in dieses Gleichgewicht einstellen kann. Diese vielen guten auch Substrate, die über die Darmflora hergestellt werden, wie Butyrat und wie Acetat, all das sind Dinge, die durch Mikroorganismen entstehen und damit die Inflammation in unserem Körper runterregulieren. Ganz sicher sind wir diesem Thema heute noch nicht lange nicht gerecht geworden, aber ich wollte Ihnen damit nur zu verstehen gegeben, ganz viel ist wirklich hausgemacht. Und in der ersten Instanz bitte denken Sie nicht, dass Sie an noch bessere Mundwässer oder noch bessere Zahncreme hier ein Problem lösen können, sondern es braucht Sie. Sie entscheiden, was kaufe ich ein? Sie entscheiden, kaue ich meine gesunden Lebensmittel im Mund so lange, bis sie wirklich flüssig sind? Nehme ich also die Kaukraft in meine Hände oder schlucke ich einfach nur, weil es einfach runterflutscht? Neulich habe ich gelesen, Coca-Cola ist kein Lebensmittel, sondern ein Tötungsmittel. Eine große Flasche Coca-Cola hat 70 Stückchen Würfelzucker. Seien Sie sich so ganz im Stillen mal dessen bewusst, was kann ich einfach ändern und was passiert auf einmal ganz von alleine wieder und was stellt sich ein? Denn vielleicht sollte man einfach mit Menschen sich in Kontakt begeben, die an diesem Problem vorbeigehen und ihnen mal auf den Teller schauen und diese Dinge in einer großen Ernsthaftigkeit für sich vielleicht lernen, Stück für Stück umzusetzen. Und wie gesagt, die Ernährungszahnbürste ist ein sehr, sehr gelungenes Buch. Und auf diesem Weg, auf diesem spannenden Weg zurück zu einer stabilen und ganz tollen, schönen Zahngesundheit kann es nie früh genug sein. Wünsche ich Ihnen ganz viel Freude und freue mich auch auf die nächste Visitesendung und danke schon heute für Ihre Zuschriften. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.